Am Ende dieses ersten Jahrhunderts einer neuen Zeit erblickt ein Mädchen, Hildegard, das Licht der Welt. Und sie wird die Sprache der Pflanzen, Steine und Tiere verstehen und in ihrem Herzen die Zeichen erkennen, die nur wenigen Menschen offenbart werden. Christus wird dich beschützen. Du bist doch jetzt seine kleine Braut. Bitte bleib doch noch. Das sind die Wappen der Familien, die uns großzügig mit Schenkungen bedacht haben. Das hier kennst du schon, es ist das Wappen der Grafen von Sponheim. Sie sind unsere wichtigsten Wohltäter. Sie haben uns viele Ländereien überlassen. Gott hat uns die Gnade erwiesen, dass die Tochter des Grafen in unser Kloster eingetreten ist. Die Jungfrau Jutta von Sponheim. Sie wird dich von heute an erziehen. Im Gewande der Demut und der Unschuld. Siehst du, das ist die Strafe für einen reichen Mann, der nichts abgeben und nicht teilen wollte. Von jetzt an werde ich deine Mutter sein. Du kannst mir vertrauen. Warum sehen Sie mich nicht an? Das ist die Regel. Was für eine Regel? Die Regel der Benediktiner. Du wirst sie bald kennenlernen. Darf ich dich jetzt auch nicht mehr ansehen? Mich schon. Nur nicht die Männer. Das ist Jutta. Die kleine Jutta, meine Namensschwester. Gebt euch einen Kuss. Und hier werden wir zusammen leben. Solange, bis ihr das Gelübde ablegt. Und wann wird das sein? In 8 Jahren. Die habe ich zu Hause auch immer einnehmen müssen. Warst du denn oft krank? Ja, sehr oft. Einmal musste ich sogar ein ganzes Jahr im Bett bleiben. Haben deine Eltern dich deshalb in unser Kloster gegeben? Nein, ich bin Gott als Gabe geschenkt worden. Und Gott hat diese Gabe besonders gern. Und ich auch.
sie dir geschenkt. Nein, gar nicht. Gib mir. Gebt mir die Tafel. Den Griffel auch. Und jetzt sprecht mir nach. Der Neid ist hässlich und unförmig. Der Neid ist hässlich und unförmig. Seine Bärenhände zeigen, dass er alles zerreißt. Seine Holzfüße, dass er tote Wege geht. Seine Bärenhände zeigen, dass er alles zerreißt. Seine Holzfüße, dass er tote Wege geht. Allen Menschen bringt er nur Böses. Allen Menschen bringt er nur Böses. Die Liebe dagegen ist die große, von Gott geschenkte Kraft. Die Liebe dagegen ist die große, von Gott geschenkte Kraft. Durch euer Weinen hindert ihr mich daran, zu meinem Schöpfer aufzubrechen. Geht jetzt bitte. Hildegard, setz dich zu mir. Gib mir deine Hand. Ich habe versucht, dir eine gute Mutter zu sein. Wenn ich manchmal gefehlt habe, verzeih mir. Und gib mir einen Kuss zum Abschied. Seit Jutta von Sponheim zu Gott gerufen wurde, ist niemand da, der sich um das geistliche und körperliche Wohl der Schwestern kümmert. Wir sollten diesen Zustand baldmöglichst beenden und eine neue Magistra bestimmen. Ich habe an dich gedacht, Hildegard. Oh nein, bitte nicht, ehrwürdiger Vater. Das wäre sicher auch der Wunsch der verstorbenen Magistra.
Du warst ihre Vertraute. Sie hat all ihr Wissen, das Geistliche und Menschliche, an dich weitergegeben. Ich bin unwürdig. Das habe ich zu entscheiden, ob du würdig für ein solches Amt bist. Nein, ehrwürdiger Vater. Das haben meine Mitschwestern zu entscheiden. In der Regel heißt es, dass die Schwestern selber wählen, wer sie leitet. Das gilt für ein Frauenkloster. Ihr lebt hier in einem Gemeinschaftskloster und hier habe ich zu bestimmen. Ich kann die Wahl nur annehmen, wenn meine Schwestern mich wählen. Ich müsste sie allerdings bitten zu bedenken, dass ich oft sehr krank bin. Ich bin eine schwache Frau. Du hast seit vielen Jahren mit angesehen, wie oft ich unsere Regeln nicht habe erfüllen können, weil ich krank war oder zu geschwächt. Unsere großen Heiligen waren sehr oft von Krankheiten befallen. Dein Geist wird dich leiten, nicht dein Körper. Du weißt, dass du unserem Abt zu absolutem Gehorsam verpflichtet bist. Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen. Schwester Barbara? Schwester Adelgard? Schwester Ursula? Schwester Elisabeth? Ich hoffe, du wirst mir behilflich sein, unsere jüngeren Mitschwestern zu leiten. Im Andenken an unsere Mutter. Du warst von Anfang an ihr Liebling. Nur wenn du gesungen hast, haben ihre Augen geleuchtet. Nur mit dir hat sie über die Heilkraft der Musik gesprochen. Der Neid ist hässlich und unförmig. Allen Menschen bringt er nur Böses. Erinnerst du dich? Ja. Nur die Liebe ist eine große Kraft. Aber die Liebe, die hat sie nur dir gegeben. Ehrwürdige Mutter. Bischof Sivart von Uppsala ist zu Besuch gekommen und hat seine Reisebibliothek mitgebracht. Ich habe ihn gebeten, mir einige Bücher für dich ausleihen zu können. Du kannst wählen. 4 Bücher über Medizin, eines über Edelsteine und 2 antike Klassiker. Der Bischof lässt dir ausrichten. Er schätzt besonders den Dioskurides. Und den Physiologus. Es ist eine Mischung aus Fabeln und Beobachtungen aus dem Reich der Natur. Stammt aus Alexandria, 2. Jahrhundert. Außerdem enthält es Ausschnitte aus den Werken von Aristoteles, Plutarch und Plinius. Ist das ein Einhorn? Kein Jäger vermag es zu erlegen oder zu fangen, einem jungfräulichen Mädchen aber springt es in den Schoß, heißt es darin. Du hast dich gegeißelt? Ich wollte leiden, so wie er für uns gelitten hat. Wer das Fleisch abtötet, tötet dessen Bewohner die Seele. Gott will Barmherzigkeit. Nicht Opfer. Welche Kräuter können helfen, den Wundbrand zu verhindern? Die Königskerze. Ist gegen Husten und Heiserkeit. Schöllkraut. Schöllkraut ist gegen Warzen. Andorn. Andorn hilft bei Durchfall und als Gegengift bei Schlangenbissen. Allein durch Gebete und Fasten werden unsere Kranken hier nicht gesund. Die Schafgarbe. Wenn ein Mensch durch einen Schlag verletzt wird, dann wäscht man die Wunde zuerst aus mit Wein
Dann legt man ein Tuch auf die Wunde und auf dieses Tuch legt man die Schafgarbe. Sie wird gekocht und ausgedrückt. Das nimmt der Wunde die Fäulnis. Auch die Musik kann deine Wunden heilen. Und deine Seele. Schwester Sieglinde? Ist aus Erde geschaffen und die Erde wird dir helfen. Wiederhole das an 3 Tagen 3-mal. Halt ihn an deiner Kehle, bis er warm wird. Danach wirst du keinen Zorn mehr verspüren. Zeigt, dass sie schon kennt. Schöllkraut. Und? Das ist gut gegen Warzen. Schwester Bertha? Reinfarben. Gut gegen Rheuma und Gicht. Zitfer hilft gegen Flöhe. Gut. Die Mariendistel. Und? Schwester Clara? Das ist die Schafgarbe für die Wundheilung. Gut. Aber die Pflanzen und Steine können ihre Heilkraft nur entfalten, wenn der Mensch eins ist. Mit der Natur. Und mit Gott. Erst muss unsere Seele heil werden. Und dann kann der Körper folgen. Bruder Vollmar, ich habe dich zu mir gebeten, weil ich dir ein Geständnis machen muss. Ich habe bisher zu keinem Menschen darüber gesprochen. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich Gesichte. Schon in meinem 3. Lebensjahr sah ich ein so großes Licht, dass meine Seele erzitterte. Ich habe Dinge gesehen, die andere Menschen nicht gesehen haben. Ich war anders als andere. Ich habe mich dafür geschämt. Das erscheint mir keine Sünde zu sein. Meine Sünde besteht auch nicht darin, dass ich etwas Unrechtes getan habe. Sondern darin, dass ich
geweigert habe, etwas zu tun, das mir aufgetragen wurde. Vor einigen Monaten. Kam ein feuriges Licht. Ein Blitzesleuchten vom offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und meine Brust und mein Herz wie eine Flamme, die aber nicht brannte, sondern wärmte wie die Sonne. Und ich hörte eine Stimme sagen: Ich bin das lebendige Licht, das alles durchleuchtet. Du, o Mensch, hast den Auftrag, das Verborgene zu offenbaren. Schreib auf, was du hörst und siehst. Und du hast diese Stimme nicht im Traum gehört? Von Bewusstsein. Wovor hast du dich so lange gefürchtet? Von der Zweifelsucht der Menschen. Fürchtetest du nicht vielmehr, dass deine Gesichter nicht von Gott gesandt sind, sondern vom Teufel? Oh nein. In einem so wunderbaren Licht. In einer solchen Herrlichkeit. Kann nur der Allmächtige erscheinen. Und hat diese Stimme dir auch eine Erklärung dafür gegeben, was du gesehen hast? Ich soll die Menschen ermahnen. Ich soll ihnen helfen, zu Gott zurückzufinden. Dann musst du dieser Stimme folgen. Wir haben eine Seherin unter uns. Eine Seherin, die Botschaften von Gott empfängt. Und wer soll das sein? Die Magistra. Hildegard? Ja, ehrwürdiger Vater. Ich möchte von dir die Erlaubnis erwirken, ihre Gesichter mit meiner Hilfe aufzuzeichnen. Und wenn ihre Gesichter Teufelswerk wären? Ich bin überzeugt, dass sie es nicht sind. Darf ich dir eine ihrer Gesichter zeigen? Sie hat sie aufgeschrieben, noch bevor ich mein Einverständnis gegeben habe? Ich habe sie dazu ermutigt. Du weißt, dass du dafür eine Strafe verdienst. Ich nehme sie gerne an, ehrwürdiger Vater. Nun hörte ich wieder die Stimme vom Himmel. Sie sprach zu mir. Gott, der das All durch seinen Willen ins Dasein rief, hat jegliches geschaffen, damit sein Name erkannt und geehrt werde. Aber nicht das Sichtbare und Zeitliche allein tut er durch seine Schöpfung kund, sondern auch das Unsichtbare und Ewige. Es wäre allerdings ein ungewöhnliches Ereignis, würden sich die Gesichter Hildegards tatsächlich als von Gott gesandt erweisen. Davon bin ich überzeugt. Es würde uns viel Ehre einbringen. Und der Name unseres Klosters würde überall genannt werden. Ja. Pilger würden anreisen, Mächtige des Landes ebenso, und unsere Wohltäter würden sich mit Gaben und neuen Schenkungen erkenntlich zeigen. Ich werde noch heute zu unserem Erzbischof Heinrich nach Mainz reisen, um ihm und dem Domkapitel die Sache vortragen. Diese hohen Herren sind von weit her gekommen, um dich zu prüfen. Gib ihnen Rede und Antwort, so wie du es mir gegenüber getan hast. Magistra Hildegard, du hast behauptet, Botschaften von Gott zu empfangen. Ich bin nur seine Dienerin.
Die Botschaften stammen von dem lebendigen Licht. Wie sieht dieses Licht aus? Es ist ein hell leuchtendes Feuer. Unendlich. Unauslöschbar. Und voller Leben. Träumst du? Oder wachst du? Die Gesichter, die ich schaue, empfange ich nicht in traumhaften Zuständen, nicht im Schlaf, nicht in Geistesgestörtheit, nicht mit den Augen des Körpers oder den Ohren des äußeren Menschen und nicht an abgelegenen Orten, sondern wachend, mit klarem Geiste, mit den Augen und Ohren des inneren Menschen. Wie das geschieht, ist schwer zu verstehen für den mit Fleisch umkleideten Menschen. Willst du damit sagen, dass wir es nicht verstehen können, du aber sehr wohl? Es ist auch für mich schwer zu verstehen, dass ich, eine schwache Frau, von Gott auserwählt sein soll, seinen Willen zu verkünden. Was verlangt Gott von dir? Dass ich sage, was ich sehe und höre. Nach diesen wunderbaren Worten werdet ihr sicherlich keinen Zweifel mehr an der Glaubwürdigkeit meiner Magistra haben. Seit dem Propheten der Heiligen Schrift ist kein Mann und keine Frau mit solchem Anspruch aufgetreten. Von Gott Geheimnisse erfahren wollen, die alles übertreffen, was die alten Seher schauen durften, das ist unerhört. Nur der Heilige Vater kann über ihren Fall entscheiden. Wahrscheinlich wird sie als Ketzerin aus der Kirche ausgestoßen. Und verließ ich heimlich die Höhle, in der ich mich verborgen hatte, und wollte zur Höhe aufsteigen, wo mich meine Feinde nirgends finden konnten. Aber sie warfen mir ein so stürmisches Meer entgegen, dass ich es nicht überschreiten konnte. Da hörte ich die Stimme meiner Mutter. Eile, meine Tochter. Von dem Allmächtigsten sind dir Flügel zum Fliegen gegeben worden. Überfliege also alle Widerstände. Ich werde an Bernhard von Clairvaux schreiben. Er ist der mächtigste von allen. Vielleicht sogar mächtiger als der Heilige Vater. Wenn er dich verdammt, bist du verloren. Er kann dich zerstören, genauso wie er unseren Bruder Abelardus zerstört hat. Ich weiß. Aber ich muss es wagen. Er hat gerade erst zu einem neuen Heiligen Krieg aufgerufen. Viel zu beschäftigt sein, einer unbekannten Nonne zu antworten. Hast du deinen Glauben an mich verloren? Er ist bekannt dafür, dass er Frauen nicht liebt. Aber er liebt die Jungfrau Maria. Ich werde mich ihm nur in der allergrößten Demut nähern. Verehrungswürdiger Vater Bernard, ich bin in deine Seele hineingelegt, damit du mir durch dein Wort enthüllst, ob du willst, dass ich dies, was ich sehe und mir aufgetragen wird, offen sagen oder Schweigen bewahren soll. Ich bitte dich, um der Liebe Gottes willen, tröste mich, dann werde ich Gewissheit haben. Bei Gott ist alles möglich. Der Heilige Vater ist auf dich aufmerksam geworden. Auf der Trierer Synode, du hast davon gehört, dass sie stattfand? Ja, ehrwürdiger Vater. Dann weißt du auch, dass dort die höchsten Würdenträger unserer Kirche vertreten waren. Unter anderem der große Abt der Zisterzienser, Bernhard von Clairvaux. Er hat deine Visionen dem Heiligen Vater vorgelegt und ihn bedrängt, nicht zuzulassen, dass ein so hell strahlendes Licht durch Verschweigen zugedeckt werde. In dieser Großschrift an die selige Jungfrau erteilt er dir im Namen Christi und des seligen Petrus die Erlaubnis, alles zu veröffentlichen, was du vom Heiligen Geist erfahren hast.
dann sehe ich in der Höhe der himmlischen Geheimnisse zwei Scharen himmlischer Geister in vielem Lichte glänzen, die in der ersten Schau halten Federn an ihrer Brust und Antlitze, die wie reines Wasser erschienen. Auch die in der zweiten Schau halten Federn und Menschenantlitze, in denen das Bild des Menschensohnes wie in einem Spiegel erglänzte. Ehrwürdiger Vater? Benedicite. Richardis Markgräfin von Stade, eine Verwandte unserer seligen Jutta von Sponheim und ihre Tochter Richardis. Meine Tochter hat von deinem Ruf gehört, den der unserer seligen Verwandten Jutta von Sponheim noch überstrahlt. Seither lässt sie mir keine Ruhe. Sie möchte in deine Klause eintreten und von dir unterwiesen werden. Wie alt bist du? 16. Du bist noch sehr jung. Ihr wart jünger, als ihr eingetreten seid. Das geschah nicht ganz freiwillig. Jutta, meine Tante, war genauso alt wie ich, als ihr zu ihr kamt. Und du glaubst, dass du den Alltag in einem Kloster wirst bestehen können? Ja. Denk nicht, dass es leicht ist. Nicht alle halten das Schweigen aus. Und die Stille. Oh, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich will mich euch ganz unterordnen. Nicht mehr, mein Kind. Gott musst du dich unterordnen. Richardis ist trotz ihrer Lebhaftigkeit ein gehorsames Mädchen. Und für ihr Alter von hoher Bildung. Meine Familie hat dafür gesorgt, dass sie von Kind an lesen und schreiben gelernt hat. Willst du uns etwas vorlesen? Benedic anima mea domino, domino deus meus, magnificatus est vehementa, confessionem et decorum induisti. Du hast eine schöne Stimme. Heißt es, ihr nehmt mich? Der Magistra wird es eine Freude sein, sie bei uns aufzunehmen. Hast du es dir reiflich überlegt, ob du uns deine Tochter überlassen willst? Ja, sie ist einverstanden. Ich habe nicht dich gefragt. Oh, bitte verzeiht mir. Ich bin sicher, dass du Richardis die Demut lehren wirst. Das wird sie. Wir können gleich die Aufnahmeregeln besprechen. Na gut. Wir werden es mit ihr versuchen. Propitiator omnibus iniquitatis.
veritatibus tuis. Ich habe dich rufen lassen, um mit dir über die Regel des heiligen Benedikt zu sprechen. Die kann ich schon auswendig. Bisher hast du dich aber noch nicht nach ihr verhalten. Sie ist doch nur eine Anleitung und kein Befehl. Und darum glaubst du, du kannst nach eigenem Gutdünken handeln? Oh nein, ich will so handeln, wie ihr es von mir erwartet. Richardis? Wir leben hier in einer Gemeinschaft. Wir essen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir beten und wir schweigen zusammen. Wir respektieren uns. Und wir versuchen, einander zu helfen. Ich würde am liebsten nur mit euch leben. Nur wegen euch bin ich eingetreten. Ihr seid so gut und wisst so viel. Von euch will ich alles lernen. Keiner wird gezwungen zu bleiben. Jeder kann jederzeit gehen. Auch du, Richardis. Wenn dein Glauben nicht stark genug ist. Solange ihr lebt, möchte ich in eurer Nähe sein. Bruder Vollmar, ich möchte dir Richardis von Stade vorstellen. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen. Sie kann uns beim Abschreiben der Texte behilflich sein. Oh ja, ich habe eine schöne Handschrift. Das ist die Meinung meiner Mutter. Wir werden ihr helfen müssen, unsere Regel ernst zu nehmen. Ich nehme sie ernst. Das Einzige, was mir schwer wird, ist das Schweigegebot. Ich habe so viele Gedanken, die ich einem Menschen mitteilen möchte. Das geht uns zu Anfang allen so. In der Nacht kommen manchmal die Luftgeister. Versuche einfach, sie mit deinen Gebeten zu vertreiben. Das habe ich schon versucht. Ein bisschen Geduld musst du schon haben, liebes Kind. Bleib noch ein wenig in diesem Garten. Genieß die Ruhe. Hör den Vögeln zu. Sie spricht und schreibt sehr gut Latein. Ich denke, so einen kleinen Dämon können wir gut gebrauchen. Hier steht, daher bin ich auch der lebende Quell, weil alles, was geschaffen ist, wie ein Schatten in mir war. Die ehrwürdige Mutter hat geschrieben, velut umbra in me fuerunt. Das heißt aber fuit. Darf ich das verbessern? Ja. Ich werde der Magistra vorschlagen, dass du bei unseren Arbeitssitzungen dabei sein kannst. Richardis, in Gegenwart der hier versammelten Schwestern und Brüder frage ich dich, gelobst du, diesem Kloster und unserer Gemeinschaft die Treue zu halten, in guten und bösen Tagen? Ich gelobe es.
Gelobst du, unter der Führung des Evangeliums wahrhaft Gott zu suchen, dich um die tägliche Umkehr zu bemühen und dein Leben zu führen nach der Regel unseres heiligen Vaters Benediktus? Ja, ich gelobe es. Willst du Christus nichts vorziehen und gehorsam geloben? Ja, ich gelobe es. Gott, der sein gutes Werk in dir begonnen hat, möge es auch vollenden. Amen. Santa Maria, ora pro nobis. Sancta Dignitatis, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Trag den Schleier als Zeichen, dass du nicht mehr dir selbst gehörst, sondern Christus und mit ihm verborgen bist in Gott. Amen. Amen. Gott hat diese unsere Schwester dazu berufen, im monastischen Leben Christus nachzufolgen. Lasst uns den allmächtigen Vater bitten, er möge seine Gnade über ihr ausgießen und ihr helfen, das zu verwirklichen, was sie heute gelobt. Amen. Ehrwürdige Mutter? Niemand mehr. Das ist mein Bruder Hartwig. Ich danke dir für die liebevolle Geduld, die du mit meiner kleinen Schwester hattest. Als Kind ist sie lieber auf Bäume geklettert, anstatt zu beten. Ach, ich glaube, auch auf Bäumen kann man beten. Sogar auf Säulen haben es unsere Heiligen schon geschafft. Wie die Erde Nützliches und Unnützes wachsen lässt, so tragen die Füße den Menschen zu nützlichen und unnützen Werken. Wenn der Mensch rechte Werke tut, dann haben auch die Elemente ihre richtige Bahn. Wenn er aber unrechte Werke tut, dann lenkt er die Elemente mit strafender Bedrängnis auf sich. Glaubst du wirklich, dass sich die Elemente gegen uns wenden könnten, um uns zu strafen? Ja, mein Kind, das glaube ich. Deswegen müssen wir uns in allem, was wir tun, Rechenschaft ablegen. Und uns mäßigen. Denn ohne den Dienst der Elemente kann der Mensch nicht leben. Schwester Richardes. Wir arbeiten morgen weiter, Schwester Richardes. Gleich nach dem Morgengebet. Etwas von unserem Wermutwein. Bitte. Steh auf und sieh mich an. Du hast dein Keuschheitsgelübde gebrochen. Seit wann haben deine Monatsblutungen ausgesetzt? Seit 3 Monaten. Jede andere Frau dürfte sich darüber freuen. Aber du hast unsere Regel verletzt. Vielleicht gibt es eine Medizin, die ich einnehmen könnte. Schwester Clara wird unser Kloster verlassen müssen. Nein. Nein. Schick mich nicht weg. Ich bereue es so sehr. Glaub mir, mein Kind.
Mir ist genauso schwer ums Herz wie dir. Aber das Einzige, was wir für dich tun können, du darfst das Kloster freiwillig verlassen. Deine Mitschwestern werden nichts davon erfahren. Schick mich nicht weg! Und bitte Gott, dass er dir verzeiht. Nein! Schick mich nicht weg! Bitte! Nein! Zu meiner Familie kann ich nicht zurück. Wir werden einen Weg finden. Wir brauchen ein eigenes Kloster. Ein eigenes Kloster? Die Klause als Wohnstadt wird zu klein für uns. Wer hat dir diese ketzerische Idee eingegeben? Das lebendige Licht hat mir in einer Schau die Städte gezeigt, wo wir unsere neue Wohnstadt errichten sollen. Und wo soll das sein? Wo die Nahe in den Rhein mündet, auf dem Rupertsberg. Das ist Besitztum des Grafen Bernhard von Hildesheim. Wir werden in keine fremden Besitztümer einbrechen. Und wie willst du dieses Besitztum erwerben? Durch die Schenkungen unserer Familien. Die Schenkungen haben sie diesem Kloster gemacht. Ja, aber zum großen Teil deswegen, weil die heilige Jutta sich hier aufhielt. Und jetzt bin ich es, die von den Menschen verehrt wird. Ich werde euch Jungfrauen niemals ungeschützt in eine fremde Gegend entlassen. Unsere Jungfrauen sind hier ebenso wenig geschützt. Was willst du damit sagen? Für den männlichen Geist ist es oft schwerer als für uns, sich gegen die Einflüsterungen des Fleisches zur Wehr zu setzen. Zügle deine Zunge, Hildegard. Durch unsere Anwesenheit hier können wir unseren Brüdern nicht helfen, in ihrem Eifer ihr Fleisch zu bezwingen. Wenn hier jemand sein Fleisch nicht bezwingen kann, dann deine Mitschwestern, sie sind es, die meine Brüder zu verführen trachten. Und nicht umgekehrt. Dein Bruder, der meine arme Schwester Clara verführt hat, lebt. Und gibt sich nicht zu erkennen. Sie aber hat es mit dem Tod bezahlen müssen. Ich kann nur hoffen, dass sie Gott in den hintersten Winkel der Hölle verbannt hat. Und was wünschst du deinem sündigen Bruder? Das Himmelreich? Ich werde noch heute an das Domkapitel schreiben und mich dafür einsetzen, dass du exkommuniziert wirst. Und ich werde morgen wiederkommen. Wir haben bei unserer Profess gelobt, diesen Ort nicht zu verlassen. Bis zu unserem Tode nicht. Und danach werden wir hier auf unserem Friedhof begraben werden. Ich weiß, was ich vorhabe, ist gegen unsere Regel. Aber ich bin für unser Heil verantwortlich. Und für das derjenigen, die in Zukunft noch zu uns kommen werden. Ich glaube nicht, dass unsere Mutter damit einverstanden wäre. Und ich will hier neben ihr begraben werden. Ich bin jetzt eure Mutter.
Wir können Sie in unseren Gebeten um Ihre Hilfe bitten. Aber handeln müssen wir, du und ich gemeinsam. Bist du dazu bereit? Ich werde mein Gelübde nicht brechen. Das ist das erste Mal, dass du mich allein lässt. Allein? Frag doch deine kleine Richardis. Die wird dir überall hin folgen. Ich sage es dir zum letzten Mal. Hier habt ihr den Schleier genommen und hier werden deine Schwestern begraben. Außerdem würde ich den Anweisungen meines Herrn, dem Erzbischof von Mainz, zuwiderhandeln. Auch der Erzbischof untersteht einem höheren Herrn. Und von ihm empfange ich meine Befehle. Du? Du empfängst deine Befehle vom Teufel. Du glaubst, von Gott erwählt zu sein. Und bist doch nur von einem Trugbild getäuscht worden. Mit unserem ehrwürdigen Vater gesprochen. Ehrwürdiger Vater. Die Magistra ist wieder sehr krank. Sie kann nicht mehr sprechen. Sie hat schon viel zu viel gesprochen. Aber es ist doch nicht Sie, ehrwürdiger Vater. Ja, ja. Das lebendige Licht. Glaubt ihr nicht mehr an Ihre Sehergabe? Nicht nur ich stehe Ihren Gesichten kritisch gegenüber. Viele bedeutende Kleriker sind der Überzeugung, dass sie simuliert. Ihr habt sie bis jetzt immer unterstützt. Sie hat es lange verstanden, mich zu täuschen. Ehrwürdiger Vater, ich fürchte, sie stirbt. Dann wird es Gottes Wille sein. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir empfehlen dir unsere Schwester Hildegard. Für sie ist die Zeit der Pilgerschaft zu Ende. Befreie sie von allem Bösen, dass sie heimkehre in deinen ewigen Frieden. Öffne ihr das Paradies, wo es keine Trauer mehr gibt, keine Klage und keinen Schmerz, sondern Friede und Freude mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen. Erzbischof Heinrich von Mainz, gib dir und deinen Schwestern die Erlaubnis, unser Kloster zu verlassen und an den Ort zu ziehen, der dir in deiner Schau erschienen ist. Meine Mutter für uns durchgesetzt. Ohne Gottes Hilfe wäre es ihr nicht gelungen. Ich möchte, dass du uns allen die Beichte abnimmst, bevor wir von ihr fortziehen.
Wir müssen rein Herzens sein, wenn wir diesen Ort verlassen. Wie lange wird es denn dauern, bis wir wenigstens ein Dach über dem Kopf haben? Das hängt ganz vom Wetter ab, ehrwürdige Mutter. Ich wünsche mir, dass es in allen Arbeitsräumen fließendes Wasser gibt. Das ist ungewöhnlich und nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Wasser reinigt nicht nur den Körper, sondern besänftigt auch die Seele. Das haben schon die Römer gewusst. Ihr werdet euch ein wenig anstrengen müssen, Herr Baumeister. Auf die andere Rheinseite hättet ihr hinziehen sollen. Dort wäre alles einfacher gewesen. Ja, aber hier lebte der heilige Rupert. Und hier sind wir weniger abgeschnitten von der Welt als in Disibodenberg. Bingen, der Rhein, die Nahe. Reisende aus aller Welt werden uns ihre neuesten Erkenntnisse mitbringen. Ich habe aus Salerno gehört, dass die arabische Medizin der unseren weit voraus ist. Aber die Araber sind Heiden, ehrwürdige Mutter. Ja, aber sie verstehen etwas von der Heilkunst. Wir bitten dich, uns aus dieser Fron zu entlassen. Wir wollten unser eigenes Kloster errichten, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du wolltest dein eigenes Kloster haben. Nur weil du mit unserem ehrwürdigen Vater nicht zurechtkommst, haben wir den Ort verlassen müssen, wo es uns an nichts mangelt. Meine Familie hat mich nicht zu dir geschickt, damit ich mir meine Hände ruiniere.
Ora et labora, ihr kennt die Regel. Wir wollen auch nicht länger auf Strohsäcken schlafen wie die Stallknechte. Es wird die Zeit kommen, wo wir uns wieder schmücken können. Ich warne euch. Es wird euch im Himmel nicht angerechnet werden. Einige von euch werden auf die schiefe Bahn geraten und sterben vor der Zeit. Meine Eltern glauben, du bist von den dürren Luftgeistern verführt worden. Dass du deine Sehergabe für die eigene Ehrsucht nutzt und nicht, wie du behauptest, zu unserem Heil. Dann sah ich in der wahren Schau, dass jene Trübsal nach dem Beispiel des Moses über mich gekommen war. Denn als jener die Söhne Israels aus Ägypten über das Rote Meer in die Wüste führte, murrten sie gegen Gott und bedrängten Moses sehr. So erlaubte es Gott, dass auch ich bedrängt wurde. Rat hören, wie wir mit unseren Mitschwestern verfahren sollen, die uns verlassen wollen, weil ihnen die Arbeit hier nicht behagt. Und die glauben, sie haben Besseres verdient, als im Mangel zu leben. Schwester Jutta. Sie sollen gehen dürfen. Schwester Bertha. Eigensinn führt zur Strafe. Bindung erwirbt die Krone. Ich bin für Strafe. Schwester Gerhild. Die vierte Stufe der Demut lautet, eine Nonne übt auch dann Gehorsam, wenn es hart und widrig zugeht. Sogar wenn ihr dabei noch so viel Unrecht geschieht, schweigt sie und umarmt gleichsam bewusst die Geduld. Sie hält aus, ohne müde zu werden oder davonzulaufen. Denn die Schrift sagt, wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Ich glaube, wir sollten sie gehen lassen. Sie werden sonst nur Zwietracht sehen. Und am Ende werden wir uns alle hassen. Die, die ausharren, aber werden umso mehr zusammenrücken. Und die Liebe zwischen uns wird siegen über den Mangel. Ich bin gekommen, um das einzufordern, was mir zusteht. Und was soll das sein? Die Ländereien, die unsere Schwestern in dieses Kloster als Mitgift eingebracht haben. Sprichst du etwa von den Schwestern, die dich verlassen haben? Weil sie es mit dir nicht aushalten konnten? Du weißt sehr wohl, von welchen Besitzungen ich rede. Ich bin bereit, dir die Hälfte zu überlassen. Aber die andere Hälfte brauchen wir zum Überleben. Es gilt ebenso für uns. Auch wir brauchen sie zum Überleben. Es ist Gottes Wille, dass wir nicht Hunger leiden, damit wir ihm freudig dienen. Wende dich an deine Gönnerin, die Markgräfin von Stade, die sich so für dich eingesetzt hat. Oder an deinen Beschützer, Erzbischof von Mainz. Sollen sie euren Hunger stillen? Vollmar. Du kommst im richtigen Augenblick.
Ich brauche dich jetzt mehr als je zuvor. Visionärin Hildegard, die mit vielen bewundernswerten Tugenden leuchtet, schenken wir hiermit ein Mühlenwehr am Bingerloch und dazu allen Grundbesitz. Damit ist der Bestand deines Klosters sichergestellt. Und ich hoffe, du wirst dich jetzt wieder der Niederschrift deiner Visionen widmen können. Wir sind sehr begierig, sie zu lesen. Im Weltenbau steht der Mensch. Denn er ist mächtiger als die übrigen Geschöpfe, die darin leben. Von Gestalt zwar klein, aber groß durch die Kraft seiner Seele. Er bewegt die oberen und die unteren Elemente. Auch du bist groß durch die Kraft deiner Seele. Und wie das Herz des Menschen in seinem Leib verborgen ist, so ist dein Körper umgeben von den Kräften der Seele. Darf ich dir etwas sagen, was dich vielleicht erzürnen lässt? Könntest du mich denn erzürnen, mein Kind? Ich liebe dich so sehr, dass ich Angst habe, du könntest vor mir sterben. Aber sicher werde ich vor dir sterben. Das ist doch nur natürlich. Ich kann nicht weiterleben ohne dich. Das habe ich meiner Mutter Jutta auch gesagt, als ich so alt war wie du jetzt. Und dann ist sie gestorben und dann habe ich das, was sie mich gelehrt hat, an euch weitergegeben. So wirst du auch einmal das, was du von mir gelernt hast, weitergeben. Es wird ein Singspiel. Wir werden es aufführen zu Ehren unseres Gastes, Magistra Tengwisch von St. Marien aus Andernach. Jede von euch wird eine Tugend darstellen. Und du, Schwester Richardis, wirst die Seele sein, die sich vom Teufel verführen lässt. Und wer wird der Teufel sein? Unser Priester Vollmer. Er ist der Einzige, der keine Melodie singen darf. Das wird ihm aber gar nicht gefallen. Wer weiß. Vielleicht wird er auch gern mal ein Teufel sein. Quis adunde venis tuam plexata es me et ego foras eduxite sed nunc in reversione tua confundis me ego autem pugna mea dechitiam te! Ego omnes vias meias malas esse cognovi, et ideo fugia te modu autem. O illusor pugnu contra te, Oh,
Adonis pligate ergo istum, ove tutes preclare. Du kennst den Brief des Paulus an Timotheus, dem er sagt, die Frauen sollen sich anständig, bescheiden und zurückhaltend kleiden. Nicht Gold und Perlen oder kostbare Kleider seien ihr Schmuck, sondern gute Werke. Das eine schließt das andere nicht aus. Unsere Jungfrauen tragen ihre weißen Gewänder als sichtbaren Hinweis auf ihre Vermählung mit Christus. Paulus gebietet den Frauen, ihr Haar zu bedecken. Deine Jungfrauen tragen es offen und sichtbar für alle. Sein Gebot gilt für Ehefrauen. Als Jungfrauen stehen wir in der Einfalt und Unversehrtheit des Paradieses da. Gott liebt die Schönheit. Im Paradies gab es keine Hässlichkeit. Wir leben auf Erden. Und das Paradies müssen wir uns erst wieder verdienen. Ich werde über die Neuerung in deiner Lebensweise Bericht erstatten müssen. Tu das. Möchtest du mit uns zu Abend essen? Nein. Ich faste. 10 Jahre Arbeit. Dein erstes Werk. Ich danke euch. Ich danke euch allen. Morgen werden wir weiterarbeiten. Es gibt nun Männer von einer besonderen männlichen Geschlechtskraft. Der Geschlechtswind, der sich in den Lenden dieser Männer aufhält, ist mehr feuriger als windiger Natur. Ihm beigegeben sind 2 zeltartige Gebilde, die den Stamm aller männlichen Kräfte umgeben und ihn festigen und aufrichten. So baut man ja auch kleinere Gebäude als Bollwerke um einen Turm. Sobald der Samen des Mannes an seine Stelle fällt, nimmt das weibliche Blut diesen mit allem Verlangen seines Liebesvermögens in sich auf und saugt ihn in sich hinein, gleichsam wie ein Atemzug etwas in sich hineinschlürft. Und auf diese Weise vermischen sich weibliches Blut und männlicher Samen. Und wie möchtest du dieses Buch nennen? Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum. Sicherlich konntest du dich schon davon überzeugen, wie gut wir deine großzügige Hilfe verwendet haben. Ja, es ist eine schöne, durchdachte Anlage geworden. Ich hoffe, du und deine Schwestern seid in den Frieden zurückgekehrt und die Widrigkeiten des Neubeginns sind überwunden. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Ohne dich hätte auch Ichares nicht so tapfer zu mir gestanden. Ich bin gekommen, um mit dir über meine Tochter zu reden. Oh, ich kann sie nur mit Engelszungen loben. Sie ist mir in allem eine große Stütze geworden. Sie ist intelligent und demütig
Ohne Ihre Liebe und Freundschaft wäre mein Buch noch nicht beendet. Deine Tochter hat es verstanden, mein Herz ganz und gar für sich einzunehmen. Ich durfte das eigentlich gar nicht sagen, denn ich habe die Aufgabe, alle Schwestern mit gleicher Liebe zu lieben. Ich weiß, wie sehr du an ihr hängst und wie sehr Richardis auch an dir hängt. Dennoch, ihr Bruder Hartwig hat sie für ein Amt vorgesehen, das sie von dir wegführen wird. Hartwig ist, wie du weißt, seit mehreren Jahren Bischof von Bremen. Und er hat dafür gesorgt, dass die Nonnen des Klosters von Bassum Richardis zu ihrer neuen Äbtissin gewählt haben. Das können sie nicht, ohne meine Einwilligung. Deswegen bin ich hier, um diese Einwilligung von dir zu erbitten. Ich kann auf Richardis nicht verzichten. Du wirst verzichten müssen, liebe Freundin. Niemals. Unsere Familie ist der Ansicht, dass Richardis dir lange genug gedient hat. Du warst ihr ein großes Vorbild, wie man ein so wichtiges Amt mit Strenge und Nachsicht ausfüllen kann. Gib ihr Gelegenheit zu zeigen, dass sie deiner würdig ist. Ich kann sie nicht freigeben. Das ist wieder unsere Regel. Der Bischof von Mainz ist darüber unterrichtet, wie bedeutsam diese Berufung von Richardis für Hartwig ist. Und er schätzt meinen Sohn sehr. Deine Tochter wird eurem Ruf nicht folgen. Fragen wir sie selbst. Sie liebt mich. So sehr, wie ich sie liebe. Dann lass sie rufen. Meine Mutter hat mir gerade den Wunsch deines Bruders Hartwig mitgeteilt, dass du das Amt einer Äbtissin übernehmen sollst. Fernab von diesem Kloster und fernab von deinen Schwestern. Ja, ehrwürdige Mutter. Du wirst das Amt ablehnen? Nein, ehrwürdige Mutter. Aber du gehörst hierher. Du gehörst zu uns. Zu mir. Sie ist nicht dein Besitz. Du hast bei deiner Profess gelobt, unser Kloster niemals zu verlassen. Das galt für das Kloster vom Disibodenberg. Das habt ihr bereits verlassen, mit meiner Hilfe. Du wolltest mir dienen und mich lieben bis an mein Lebensende. Ich habe mich für die Gründung deines Klosters eingesetzt. Und du hast erhalten, um was ich dich gebeten habe. Jetzt verlange ich von dir, das zu erhalten, um was ich dich bitte. Richardis. Versprich mir, dass du stark bleibst. Richardis! Sag mir, dass ich mich nicht zu ängstigen brauche. Sag mir, dass du bei mir bleibst. Meine Mutter verlangt es von mir. Ich kann sie nicht kränken. Und deswegen bist du bereit, mich zu kränken. Wir haben auf dein Verständnis gehofft. Verständnis? Verständnis für die Ehrsucht deines Bruders? Es geht ihm doch gar nicht um dich. Durch das Amt für dich will er doch nur seine Macht stärken. Und geht es dir denn um mich? Ich weiß, du würdest unglücklich werden, wenn du von ihr weggehst. Oder auch nicht. Vielleicht werde ich eine genauso gute Magistra, wie du es bist, zu der die Menschen hinpilgern und der sie vertrauen. Es geht dir um deinen Ruf in der Welt. Geht es dir nicht um deinen Ruf? Warum dein Buch? Warum deine Gesänge? Warum deine Korrespondenz mit all den Mächtigen dieser Welt? Sollte ich mich so in deiner Liebe getäuscht haben? Meine Liebe zu dir ist immer rein und aufrichtig gewesen. Aber deine Liebe ist nichts als Eigensucht. Würdest du mich wirklich lieben? Würdest du Freude für meine Berufung empfinden? Freust dich, mich zu verlassen? Ja. Ich freue mich.
Ein Schreiben vom Erzbischof von Mainz für dich. Er hat mir bisher immer beigestanden. Wir geben dir davon Kenntnis, dass einige Ordensleute als Abgesandte eines uns bekannten adeligen Klosters zu uns gekommen sind. Sie haben uns inständig gebeten, dass ihnen jene Schwester, die sie erbitten und die im Ordensgewand bei dir lebt, gemäß stattgefundener Wahl als Äbtissin zugestanden wird. Dementsprechend gebieten wir Kraft der Autorität unseres Amtes, ja, wir legen dir befehlend auf, dass du sie den gegenwärtig Bittenden überlässt. Die Gründe, die er vorbringt, haben bei Gott kein Gewicht. Wenn nicht, so werden wir es erneut, und zwar noch schärfer, befehlen und nicht davon ablassen, bis du unser Gebot durch die Tat erfüllt hast. Ich werde seinem Befehl nicht folgen. Die Gräfin hat zwei ihrer Söhne durch einen gewaltsamen Tod verloren. Es bleiben mir nur noch Hartwig und Richardis. Hab Verständnis für sie. Richardis ist meine Tochter. Und ich bin ihre Tochter. Ich erkenne dich nicht wieder. Ich werde den Heiligen Vater um Hilfe bitten. Er wird es nicht dulden, dass eine der treuesten Dienerinnen Gottes so leiden muss. Bisher musstest du leiden, weil du deiner Stimme nicht gefolgt bist. Es war die Stimme, die mir auftrug, Richardis zu lieben. Ich habe an deine Mutter geschrieben. Ich habe sie angefleht, deine Seele nicht zu zerstören. Sie wird nicht auf dich hören. Für sie und meinen Bruder ist es beschlossene Sache. Es wird alles gut werden. Ich flehe dich an. Reiß meine Tochter nicht von meiner Seite. Schwester Richardis stammt aus einem bedeutenden Adelsgeschlecht. Und es steht dir gut an, Äbtissin zu werden. Gott erhalte und stärke deinen Sinn und deine Seele in der kurzen Zeit, die du noch zu leben hast. Ist Richardis abgereist? Deswegen bin ich hier. Nun sollen alle mit mir klagen, die Schmerz leiden gleich meinem Schmerz, die aus Gottes Liebe in ihrem Herzen und Gemüt Liebe zu einem anderen Menschen trugen, wie ich sie zu dir gehabt, einem Menschen, der ihnen in einem Augenblick entrissen ward, so wie du mir entrissen worden bist. Gottes Engel schreite vor dir her, es schütze dich Gottes Sohn und seine Mutter behüte dich. Gedenke deiner armen Mutter Hildegard, auf dass dein Glück nicht dahin schwinde.
mir alles, was ich dir angetan habe. Du hast mir nur Gutes getan. Ohne dich wäre ich ein verlorenes Kind geblieben. Wirst du bei der Forschung dabei sein? Wie wir es bei unserer Mutter waren? Ich verspreche es dir. Du musst dich nicht fürchten. Ich habe mich nie kasteilt. Bald wirst du unsere geliebte Mutter wiedersehen. Ich beneide dich. Der Neid ist hässlich und unförmig. Seine Bärenhände zeigen, dass er alles zerreißt. Seine Holzfüße, dass er tote Wege geht. Die Liebe dagegen ist die große, von Gott geschenkte Kraft. Ich habe dich gebeten, vor mir zu erscheinen, weil wir von deiner Sehergabe gehört haben. Ich bin nur ein armseliges Geschöpf. Ich besitze weder Gesundheit noch Stärke, weder Kraft noch Gelehrsamkeit. Gott ist in den Schwachen stark. Komm, bitte, setz dich. Wenn du erlaubst, würde ich gerne stehen bleiben. Also doch nicht so schwach, wie du behauptest. Du hast mich in deiner Schau gesehen. Was genau sahst du? Ich sah einen Mann, der auf einem hohen Berg stand und in alle Täler blickte und schaute, was jeder darin tat. Er hielt einen Stab in der Hand und teilte alles richtig ein, so dass grünte, was dürr war, und aufwachte, was schlief. Wie du weißt, sind wir am Sonntag Lertare in Aachen zum König gesalbt und gekrönt worden. Nun sind wir begierig zu wissen, was uns die Zukunft bringen mag. Du hast vor, mit deinem Gefolge nach Rom zu ziehen? Ja. Dir wird da zuteil werden, was du dir wünschst. Die Kaiserkrone? Du hältst sie bereits in den Händen. Der Papst wird mich zum Kaiser krönen? Aber ich ermahne dich. Sei ein Streiter, der dem Teufel tapfer widersteht. Dass Gott dich nicht stürze und Schande über dein irdisches Reich komme. Du kannst gewiss sein, liebe Mutter. Ich werde dir in allem Folge leisten. Die Länder sind verdunkelt von den Ränken der vielen, die durch die schwarze ihrer Sünden die Gerechtigkeit auslöschen. Bezwinge du sie mit dem Zepter der Barmherzigkeit. Sieh zu, wenn der höchste Richter dich anblickt, dass du nicht angeklagt wirst, du habest dein Amt nicht richtig erfasst. Wirf die Habsucht ab und wähle die Enthaltsamkeit. Das ist es, was der höchste König von dir erwartet. Wir werden nicht aufhören,
in allen Unternehmungen uns für die Ehre des Reiches abzumühen. Gott schütze dich. Mögest du leben in Ewigkeit. Ich bin dir eine Gegengabe schuldig, ehrwürdige Mutter. Ich habe gehört, dass du an den Wissenschaften großen Anteil nimmst. An meinem Hof befinden sich viele der größten Gelehrten aus ganz Europa. Ich möchte dich mit ihnen bekannt machen, wenn du erlaubst. Damit würdest du mir eine große Freude machen. Und du würdest mir eine große Freude machen, wenn du mit mir spielen würdest. Bitte setz dich. Das ist ein Spiel, das wir im Kloster nicht lernen. Ich werde es dir zeigen. Der Kalif von Cordoba soll eine Bibliothek gehabt haben, die 400.000 Bände umfasste. Kannst du dir das vorstellen? 400.000 Bände. Die größte Bibliothek bei uns hat 400 Manuskripte. Schwester Mechthild? Erzbischof Hartwig von Bremen bittet, euch sprechen zu dürfen. Gekommen, um dir mitzuteilen, um euch mitzuteilen. Unsere Schwester, deine Schwester. Ja, das ist tot. Sie hat die Ehre, die ich ihr verschafft habe, gering geschätzt. Sie hat sich kurz vor ihrem Tod unter Tränen und aus ganzem Herzen nach deinem Kloster zurückgesehnt. Daher bitte ich dich, bitte ich euch, wenn ich dessen in euren Augen noch würdig bin. Du wollest sie lieben, genauso wie sie dich geliebt hat. Und scheint sie gefehlt zu haben, so gedenke ihre Tränen, die sie über das Verlassen deines Klosters vergossen hat. Wenn sie der Tod nicht daran gehindert hätte, wäre sie zu dir zurückgekehrt. Die Welt hat ihre Schönheit und Klugheit geliebt. Gott aber liebte sie noch mehr. Gott warf mich erneut aufs Krankenlager und belastete meinen Körper mit Atemnot, sodass die Adern mit dem Blut, das Fleisch mit dem Saft und das Mark mit den Knochen vertrockneten, als müsste meine Seele aus dem Leib scheiden. Dann aber sah ich eine große Schar von Engeln aus der Heerschar des heiligen Michael. Einer von ihnen rief mir zu: »Ei, ei, Adler, warum schläfst du in deinem Wissen? Erhebe dich!« Denn die Sonne hat dich hervorgebracht. Und sogleich rief die ganze Schar mit gewaltiger Stimme: Dein Werk ist noch nicht vollbracht. Auf, auf, erhebe dich und trinke.
Gib mir zu essen und zu trinken. Und was haben dir die Engel gesagt? Steh auf. Dein Werk ist noch nicht vollbracht. Ich werde endlich mein Werk über die Heilkräfte der Natur schreiben. Und über die Ursache und Heilung von Krankheiten. Und ich werde auf Predigerreise gehen. Auf Predigerreise? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Ich weiß. Es ist unerhört. Ich werde die erste Frau sein. Du wirst wieder alle gegen dich aufbringen. Und ich werde unseren Herrn Klerikern die Leviten lesen. Wirst du mich trotzdem begleiten? Dem König gefiel es, eine kleine Feder zu berühren, dass sie in Wundern emporfliege. Und ein starker Wind trug sie, damit sie nicht sinke. Es ist ein Abschied. Salut! Jetzt habe ich mich entschieden, nach Berlin zurückzuziehen. Und ein Neubeginn. Und wenn ich nur noch ein paar Jahre in Berlin habe. Die bewegende Geschichte der Margot Friedländer. Dass man mir dankbar ist, dass ich komme, das ist schön. Späte Rückkehr am Dienstag um 23.45 Uhr im RBB Fernsehen. Schönen guten Abend und willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten RBB-Praxis im neuen Jahr. Dankeschön. Ja. Gesundes Neues übrigens, natürlich. Heute unter anderem die Sendung mit neuen Erkenntnissen und guten Nachrichten für Freunde von Eisbein und Schweinshaxe. Deftiges Essen ist nicht schuld am Sodbrennen. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir sie nicht animieren möchten, sich gesund zu ernähren. Wie sie das auch noch effektiv hinbekommen, dazu später. Und mehr und vor allem erfahren sie dann auch, wie sie Sodbrennen, wenn sie es haben sollten, loswerden. Aber beginnen möchten wir mit einer Situation, die einigen bekannt vorkommen dürfte. Sie haben Schmerzen oder sind beunruhigt wegen plötzlicher Beschwerden. Aber sobald sie einen Termin beim Arzt haben oder im Krankenhaus sind, ist alles wieder in Ordnung. Kennt man. Wie soll man das erklären? Wo das Problem liegt. Besonders wenn es um Herzbeschwerden geht, ist das für viele Menschen angsteinflößend. Die Mediziner sind oft ratlos. Bei unklarem Herzrasen können Geräte wie diese hier zum Beispiel, so eine kleine, zeige ich mal, dem Rätsel auf die Spur kommen. Das pflanzt man sich ein, zeigen wir Ihnen gleich. Und das, vor allem ganz wichtig bei der Jahreszeit jetzt, ohne bei Eis und Kälte ständig zum Arzt gehen zu müssen. 7.30 Uhr früh in Werneuchen. Der Installationsbetrieb von Peter Erdmann hat bereits geöffnet. Einer wie er, der sofort zur Stelle ist, wenn Rohre verstopft sind oder geplatzt, der hat eigentlich nie Feierabend. Heute aber wird seine Frau den Laden allein übernehmen. Der 51-Jährige hat einen Kliniktermin. Oft installiert er Messgeräte. Heute soll er selbst eines bekommen. Einen Controller für sein Herz. Und dann, so hofft Peter Erdmann, erhält er endlich Klarheit über die Ursachen seiner Beschwerden. Zweimal ist er schon zusammengebrochen. Also ich hatte plötzlich Herzrasen, was so plötzlich aufgetreten ist und so stark war, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr auf die Beine halten konnte. Ich bin eigentlich zusammengekracht
Man kriegt erst so ein Kribbeln auf den ganzen Körper, dann einen starken Druck im Brustbereich, Atemnot und schlapp. Also man bricht zusammen, man hat überhaupt keine Kraft mehr. Also es ist schrecklich. Ja, er wurde weiß. Weiß und wie so ein Puckern, der ganze Körper wie so ein Puckern. Also richtig Rasen, das hat man so gesehen. Das hat man so gesehen? Ja. Flatterte Hand. Ja. Also, das ist richtig so, dass man, also war schlimm. Seine Frau rief sofort den Notarzt. Das Problem, so plötzlich wie die Symptome gekommen sind, waren sie auch wieder verschwunden. Auf der Rettungsstelle schlug sein Herz schon fast wieder normal. Im EKG konnten die Ärzte keine Unregelmäßigkeit feststellen. Auch im Herzultraschall ist alles in Ordnung. Herzmuskel und Herzklappen funktionieren tadellos. Woher die massiven Beschwerden kamen, bleibt im Dunkeln. Seitdem lebt Peter Erdmann in Ungewissheit und Sorge vor dem nächsten Zusammenbruch. Das soll heute ein Ende haben, mit einem Termin im Herzzentrum Brandenburg. Zunächst machen die Ärzte noch einmal ein EKG. Und wieder ist alles in Ordnung. Wieder schlägt das Herz von Peter Erdmann normal. Das ist aktuell ein vollkommen normaler Normalbefund, wie wir sagen, also ohne Auffälligkeit. Wobei man eben hinzufügen muss, dass das Ganze eine Momentaufnahme ist. Wir vermuten natürlich, dass Herr Erdmann eine Rhythmusstörung hat, die aber eben nicht die ganze Zeit kontinuierlich vorhanden ist, sondern eben nur anfallsweise, so wie er das ganz ausführlich geschildert hat. Mit den herkömmlichen EKG-Untersuchungen kommen die Ärzte bei Peter Erdmann nicht weiter. Sie brauchen eine kontinuierliche Überwachung. Jetzt zeichnet er das EKG und genau auf. Die ist möglich, mit EKGs in Miniaturformat wie diesem. Unter nur örtlicher Betäubung bekommt Peter Erdmann heute den Stick mit Messfühler implantiert. Ein kleiner Schnitt genügt, damit die Ärztin den Stick unter der Haut im Brustkorb platzieren kann. Etwa 20 Minuten dauert der Eingriff. Unmittelbar nach der Implantation erfolgt ein Test, wie gut werden die EKG-Signale empfangen. Das ist das Signal, das ist ausgezeichnet. Ich messe das gerade mal aus. Über Monate und Jahre kann das Gerät nun den Herzrhythmus aufzeichnen, ohne dass Peter Erdmann zur Kontrolle in die Klinik muss. Denn über so ein spezielles Smartphone werden die Daten übermittelt. Hier im Herzzentrum können die Ärzte dann jederzeit sehen, ob es bei ihrem Patienten eine Störung im Herzrhythmus gegeben hat, welcher Art und wie gefährlich diese Störung ist. Deswegen sind diese Geräte auch so extrem wertvoll. Der Beweis einer Rhythmusstörung liegt immer in der Aufzeichnung. Das heißt, wenn etwas sehr Seltenes, zweimal, dreimal im Jahr, dann muss ich genau diese Episode, wenn sie eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten ist, die muss ich im EKG, am besten in einem 12-Kanal-EKG, aber auch in so einem EKG aufzeichnen. Und dann kann ich auch mit hoher Sicherheit feststellen, ob es eher was Gutartiges, was Bösartiges oder was Bedrohliches ist. Man kann auch gutartiges Herzrasen haben mit einem Puls von 220, was ein normales Herz verkraften kann, manchmal sogar ohne Symptome. Aber andere Rhythmusstörungen im schnellen Puls von 220 können auch lebensbedrohlich sein. Deswegen die Diagnose ist A und O. Peter Erdmann hat jetzt eine reale Chance, dass die Ärzte der Ursache seiner plötzlichen Zusammenbrüche auf die Spur kommen und dann auch eine effektive Therapie für ihn finden. Tja, die Therapien, die können nämlich vielfältig sein, wenn man erst einmal herausgefunden hat, ob und unter welchen Herzrhythmusstörungen der Betroffene leidet. Das kann ein Eingriff sein, das können Medikamente sein. Und wir werden Peter Erdmann weiter begleiten und sind gespannt, was die Ärzte durch die Aufzeichnungen des implantierten EKGs herausfinden werden. Tja, wohl dem, der das nicht kennt, Sodbrennen, äußerst unangenehm. Wir werden gleich mit einem Experten darüber reden, was man dagegen tun kann und ab wann Sodbrennen unbedingt ärztlich behandelt werden muss. Tja, kommt es gelegentlich mal vor, dann kann man auch selber mal was tun. Aber ich frage mal ganz kurz, kennen Sie Sodbrennen selber aus eigener Erfahrung? Ja, ich habe als junge Frau habe ich sehr viel Sodbrennen gehabt, also zig, mindestens über 20 Jahre. Und Magengeschwür und dann wurde ich operiert und seitdem ist alles super. Aber nicht wegen des Sodbrennens? Nein, durch die Magengeschwür, aber dadurch kam das Sodbrennen dazu. Ne? Und seitdem nichts mehr? Seitdem nichts mehr. Darf ich Sie auch mal fragen, ist bei Ihnen schon mal sowas aufgetreten? Das ist interessant, weil bei mir war es auch in einer Jugend während des Studiums und
Ich habe mit Haferflocken es erst versucht und so weiter, was man dann so als Hausmittel alles versucht, und bin dann aber doch zum Arzt gegangen und habe da mir erst Gel geben lassen, bis dann Wasserstoffblocker nur noch geholfen haben. Und irgendwann war es dann aber von selber weg. Und es ist auch nicht wiedergekommen. Seitdem nicht mehr. Wie lange ist das her jetzt? Also fast 20 Jahre. Ja. Okay. Ah ja, schönen Dank. Naja, das klingt natürlich gut, aber nicht jeder hat das Glück, dass das irgendwann dann von selber verschwindet. Was man tut kann, darum geht's jetzt. Aus Weißkohl gestampftes Sauerkraut. Kann ausgerechnet saures Kraut gegen saures Aufstoßen helfen? Tatsächlich gilt es als bewährtes Hausmittel gegen Sodbrennen. Viele behelfen sich zunächst mit natürlichen Mitteln. Oft landet man dann aber doch in der Apotheke. Wie darf ich Ihnen helfen? Ich bräuchte irgendwas gegen Sodbrennen. Also ich habe jetzt nicht ständig, aber immer so ab und zu mal, besonders bei Stress. Nicht immer muss man gleich zum Arzt. Es gibt frei verkäufliche Mittel, die die quälende Säure vorübergehend neutralisieren können. Doch treten die Beschwerden weiterhin auf, sollte man es abklären lassen. Guido Blümner aus Nauen hat dauerhaftes Sodbrennen. Seine Frau begleitet ihn zum Magen-Darm-Spezialisten. Was darf ich für Sie tun? Was führt Sie zu mir? Und zwar Folgendes. Ich habe seit längerer Zeit mit Sodbrennen zu tun. Also eigentlich ja, mehrere Jahre schon. Habe aber jetzt mir gedacht, ich habe Reizhusten bekommen. Und auch Reizhusten, der nicht richtig weggeht. Der mal da ist, mal nicht da ist. Auch teilweise bis zum Bereich Reiz, sage ich mal. Haben Sie wegen dieser Beschwerden schon irgendwelche Medikamente eingenommen? Ja, die normalen Sachen aus der Apotheke halt. Und haben die geholfen? Nur kurzzeitig. Nur in dem Augenblick halt, wo das da war, dass es halt irgendwie wieder runtergeht. Aber ansonsten eigentlich groß nicht. Der Magen produziert täglich 2 bis 3 Liter Magensaft, der Salzsäure enthält. Der Magen selbst ist vor der Säure gut geschützt durch eine spezielle Schleimschicht. Magensäure macht Krankheitserreger aus der Nahrung unschädlich und hilft bei der Verdauung. Doch schließt der Muskel zwischen Magen und Speiseröhre nicht richtig, schwappt der saure Magenbrei nach oben, manchmal bis hoch zum Kehlkopf. Eine Magenspiegelung zeigt, ob die Speiseröhre bereits angegriffen ist. Guido Blümner ist dabei im leichten Dämmerschlaf. Und man sieht dort oben wunderbar, dass der Magen nicht mehr ganz schließt. Dadurch, dass das hier offen steht, kann man jetzt im Rückzug hier wunderbar sehen, dass die Schleimhaut an der Stelle vom Übergang des Speiseröhren-Schleimhautepithels zum Magenschleimhautepithel entzündet ist. Sieht man hier schön mit der Rötung. Das Ergebnis ist eindeutig. Wir haben was gefunden. Wir können es behandeln. Oder? Ihre Speiseröhrenentzündung. Jetzt zeigt uns der Arzt mit einem Teststreifen, wie sauer Magensaft bei jedem von uns ist. Und hier kann man sehen, dass der schon einen pH-Wert von zwischen 2 und 3 hat, was doch sehr, sehr sauer ist. Und das letztendlich auch verantwortlich ist für den Schaden, den diese Magensäure an der Speiseröhre hervorruft. Die meisten frei verkäuflichen Tabletten neutralisieren die Magensäure nur. Jetzt haben wir das hier deutlich basischer. Wird jedoch neuer Magensaft produziert, entsteht wieder neue Säure. Bei einer schweren Entzündung müssen deshalb stärkere Medikamente, sogenannte Protonenpumpenhemmer, eingesetzt werden. Wenn man nämlich im Magen die Säurepumpe abschaltet mit einem Medikament, dann kann gar keine Säure mehr nach oben fließen und automatisch wird ihre Speiseröhre wieder abheilen. Das Interessante ist, dass dabei nicht nur das Sodbrennen weggehen wird, sondern wir hoffen oder sind uns auch bei vielen ziemlich sicher, dass das mit dem Reizhusten deutlich besser wird. Gerade bei Ihrem Mann sieht man ja, dass das nicht nur ein Problem ist von Leuten, die sich ungesund ernähren, zu übergewichtig sind oder so etwas. Er ist ein normalgewichtiger, nicht rauchender, sonst gesunder Mensch. Und auch die können eben Sodbrennen bekommen, sodass das eben nicht nur vor allen Dingen nichts mit den Lebensumständen zu tun hat, sondern eine Erkrankung ist, die man auch aufgrund dieser Veränderung im Magen deutlich erklären kann und behandeln kann. 8 Wochen lang soll Guido Blümner nun die Medikamente mindestens einnehmen. Vielleicht kann er sie danach schrittweise reduzieren. Schon jetzt, nach einer Woche, ist er überrascht über die Wirkung. Das Sodbrennen war hauptsächlich gewesen, also daraus aufstoßen durch Süßigkeiten, Kaffee und anderen Sachen halt, ist jetzt komplett weg.
Ich hoffe, es kommt nicht mehr. Und wenn ich jetzt Süßigkeiten esse, dann haben wir da halt kein Problem damit. Ja, Professor Herbert Kob ist jetzt bei uns im Studio, Internist, Gastroenterologe, nicht mehr in Berlin Buch tätig, aber weiter noch sehr, sehr aktiv, unter anderem beim Herausgeben der neuen Leitlinien für Sodbrennen. Schönen guten Abend und willkommen erstmal. Danke, da. Bleiben wir erstmal, Professor Kob, bei den Medikamenten, die wir gerade gesehen haben, die der Patient bekommen hat, diese Protonenpumpenhemmer, ist das als Dauertherapie geeignet? Im Prinzip ja, aber die meisten Patienten brauchen das gar nicht unbedingt jeden Tag, sondern die steuern im Prinzip die Einnahme nach den Beschwerden. Das heißt, häufig ist das phasenweise und während dieser Phasen wird das Medikament genommen, aber wenn sie beschwerdefrei sind, gibt es auch Pausen. Wenn die Produktion der Magensäure blockiert ist, darum geht es ja im Großen und Ganzen bei diesen Hämmern, fehlt die Magensäure dann nicht beim Zusetzen der Speisen oder beziehungsweise auch als Schutz vor Keimen, die in den Nahrungsmitteln sind? Also erstens mal wird die Säure nicht komplett geblockt. Wir haben durchaus eine gewisse Restsäure, die gerade im Hinblick auf zum Beispiel Infektionsschutz, Eindringen von Bakterien in den Körper, einfach noch wirksam ist. Und zum Zweiten muss man sagen, der Magen spielt an der Verdauung nur eine geringe Rolle. Er ist im Wesentlichen ein Organ, was im Grunde durch entsprechende Bewegungen die Speise zerkleinert und dann diese kleinen Partikel werden dann in den Dünndarm übertreten und da findet die eigentlich Verdauung statt. Also haben wir im Prinzip zu viel Magensäure? Zu viel haben wir nicht. Bei der Refluxkrankheit, also bei diesem Sodbrennen, haben wir sie nur am falschen Platz. Okay, alles klar. Es gab ja vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren auch die Befürchtung, dass Osteoporose-Risiko würde dadurch gesteigert werden. Ne? Ja, das ist immer ganz schwierig, weil das sind große Kollektive, die aber im Grunde nicht gut charakterisiert sind im Hinblick auf alle Begleiterkrankungen. Selbst wenn man das mal unterstellt, gibt es Berechnungen, die zeigen, dass man wahrscheinlich irgendwo zwischen 2.500 und 3.000 Patienten behandeln muss mit einem solchen Säureblocker, damit ein Patient nur aufgrund der Einnahme des Säureblockers gegebenenfalls eine Schenkelhalsfraktur. Also das Risiko ist, wenn es überhaupt besteht, relativ gering. Der Patient im Film, haben wir gesehen, ist schlank. Und es klang auch an, also die Nahrungsaufnahme ist nicht unbedingt ein Risikofaktor. Also im Umkehrschluss, wir können eigentlich nichts dafür, aber gibt es doch irgendwelche Risikofaktoren, die das Ganze beeinflussen können? Eigentlich keine beeinflussbaren. Wir haben natürlich bei vielen Patienten einen Zwerchfellbruch. Wir haben eine Störung des Verschlusses, der normalerweise verhindert, dass Mageninhalt in die Speiseröhre läuft. Aber das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Natürlich gibt es Nahrungsmittel, die dann im Grunde in der Situation, wo ich Sodbrennen habe, dieses verstärken. Oder wenn man abends ganz spät ist zum Beispiel. Ja gut, wenn Patienten nachts Probleme haben, dann ist natürlich, wenn der Magen abends voll ist und man geht im Grunde relativ spät zum Essen und dann rasch ins Bett, dann ist natürlich viel Mageninhalt da, der zurückfließen kann. Ab wann würden Sie als Experte empfehlen, zur Magenspiegelung zu gehen? Also ich denke, wenn es sich um ein sporadisches Sodbrennen handelt, was alle 4 oder 6 Wochen mal auftritt, dann muss man das wahrscheinlich nicht tun. Aber wenn es doch mehrfach die Woche oder gar täglich auftritt, dann sollte man wenigstens einmal in die Speiseröhre hineinschauen. Wenn wir uns die Medikamente anschauen, diese Hämmer gibt es ja seit einiger Zeit auch ohne Rezepte in der Apotheke. Besteht da irgendeine Gefahr? Kann man zu viel nehmen? Kann man da irgendwas falsch machen? Nein, ich meine die Tatsache als solche, dass wir sie frei verkäuflich im Grunde erwerben können. Sie sind natürlich dann für eine Kurzzeittherapie gedacht, aber das zeigt schon, dass das Risiko einer solchen Medikation extrem gering ist. Natron haben wir auch gesehen. Hilft das auch? Ja, ich meine, das hat der Patient sehr schön in dem Film geschildert. Akut ist es durchaus wirksam, aber es wird natürlich